Wie viele Linke stehe ich auch ich früh morgens regelmäßig vorm Jobcenter, um Kaffee auszuschenken und um mit Hartz-IV-Betroffenen ins Gespräch zu bekommen. Früh morgens vorm Jobcenter, da sind der Druck und der Frust, den sich diese Menschen ausgeliefert fühlen, allgegenwärtig. Die einen berichten, wie das Geld nicht reicht. Die anderen ärgern sich, dass sie keine ordentlichen Arbeitsangebote vermittelt bekommen, nichts Dauerhaftes. Und andere fühlen sich einfach nur ausgeliefert, abgewertet. Und immer wieder stelle ich fest, nicht nur die Direktsanktionierten leiden darunter. Allein die Möglichkeit, dass das ohnehin schon niedrige Arbeitslosengeld II noch gekürzt werden kann, wirkt wie ein Damoklesschwert. Deswegen beantragt DIE LINKE heute erneut die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktion. Bei der Grundsicherung handelt es sich schließlich nicht um ein Almosen, das gewährt wird oder eben auch mal nicht. Vielmehr handelt es sich um ein Grundrecht, und Grundrechte kürzt man nicht. Doch nicht nur auf Seiten der Leistungsbeziehenden ist Druck zu spüren. Auch die Sachbearbeiterinnen auf der anderen Seite des Tisches stehen unter Druck, unter enormem Einsparungsdruck, und für den ist das zuständige Sozialministerium verantwortlich. Infolge dieses Druckes werden sogar Sanktionen verhängt, die selbst nach der strengen Gesetzeslage nicht haltbar sind. Wir haben nachgefragt. Im letzten Jahr waren fast 40% aller Klagen und aller Widersprüche gegen Hartz-IV-Sanktionen erfolgreich. Das heißt, Menschen wurde rechtswidrig das ohnehin niedrige Arbeitslosengeld II gekürzt. Wir reden hier von Menschen, die kein finanzielles Polster haben, um sowas mal einfach so abzufedern. Allein diese hohe Fehlerquote ist doch ein klarer Appell. Schaffen Sie endlich diese Hartz-IV-Sanktionen ab. Wir Linke sind gegen alle Sanktionen. Aber es gibt besonders üble Sanktionsformen. Die harten Sanktionen für die unter 25-Jährigen und die Sanktionierung der Kosten der Unterkunft. Wenn die Kosten der Unterkunft gekürzt werden und die Betroffenen dann ihre Unterkunft verlieren, dann ist doch klar, was dabei herauskommt. Obdachlosigkeit, das kann man doch nicht wollen. Ja, ich habe mich gefreut, dass einige von der SPD geklatscht haben, denn das waren die Worte Ihres Redners, und zwar von Herrn Bartke im Oktober 2015 hier in diesem Saal. Er hat sie wiedererkannt. Umso beschämender ist aber, was in dem 28-seitigen schwarz-roten Sondierungspapier zu Hartz IV drinsteht, nämlich nichts. Keinerlei Erhöhung des Regelsatzes, keine Abmilderung der Sanktionen, auch nicht bei der Sanktionierung der Kosten der Unterkunft. Ganz offensichtlich sind der SPD-Spitze die Hartz-IV-Betroffenen egal. Das Hartz-IV-Unrecht wird zementiert. Liebe Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, das dürfen Sie Ihrem Verhandlungsteam nicht durchgehen lassen. Wehren Sie sich, setzen Sie ein Zeichen gegen die soziale Ignoranz gegenüber den Millionen Hartz-IV-Betroffenen in diesem Land. Von Seiten der Regierungsfraktion kommt immer das gleiche Abwehrargument, man müsse ja auch an die arbeitenden Menschen denken. Ja, hören Sie auf, den erwerbsarbeitenden Menschen einzureden, ihnen würde es besser gehen, wenn es den Hartz-IV-Betroffenen schlechter geht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Androhung von Sanktionen wirkt disziplinierend. Menschen sind eher bereit, schlechte Arbeitsbedingungen in Kauf zu nehmen. Und deswegen ist Hartz-IV auch ein Angriff auf die Arbeitsstandards. Und auch deswegen gehört es abgeschafft. Ich komme zum Schluss. Ja, solange Menschen unter Hartz-IV-Sanktionen leiden, so lange werden wir für deren Abschaffung kämpfen. Ich kann Ihnen versichern, ich werde nicht Ruhe geben, bis wir die Hartz-IV-Sanktionen abgeschafft haben, denn Hartz-IV ist ein Angriff auf die Menschenwürde, und dieser Angriff muss gestoppt werden. Und im Übrigen bin ich der Meinung, Hartz-IV ist generell zu ersetzen durch gute Arbeit und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1.050 €. Vielen Dank.